Aloha aus dem schönen Hawaii, Lemurien. Hier ist Lisa Bieritz, lisarainbow.com. Und meine Botschaft für euch heute, auch mit den Büchern, den Werken, die ich euch vorstellen möchte, hat zu tun mit den Delfinen und den Meeren. Wir sind hier auch wieder mit den Delfinen geschwommen. Und ihre Botschaft war für uns alle, einfach im Fließen zu bleiben, im Fluss zu bleiben, so wie das Wasser, das zu 70% unseren Körper durchfließt und auch zu 70% die Erdoberfläche einhüllt. Das ist das stärkste Element auf der Erde. Und jetzt in dieser ungewöhnlichen Zeit erstarren viele von uns in Unsicherheit, wie es weitergeht, in Angst, eine völlig neue Situation, alte Ängste kommen hoch. Und das Wasser erstarrt auch, wenn es einfriert oder wenn es verschlammt, wenn es nicht in Bewegung bleibt. Und die Botschaft der Delfine, mit denen wir geschwommen sind hier vor ein paar Tagen, war: Bleib in Bewegung, lass es fließen. Lass die Ängste fließen, verwende deinen Atem, um es auszuatmen. Halte den Atem nicht drinnen, wozu wir Menschen ja neigen, wenn wir Angst- und Stresssituationen haben, sondern atme es weg. Bleib in Bewegung, geh spazieren, nimm ein Bad, lass auch Tränen fließen, falls Tränen kommen möchten. Und es wird leichter werden. Und ich werde hier jetzt eine Meditation aus meinen Werken Spirit der Delfine und Wale. Und dabei werde ich Aufnahmen von den Delfinen hier in Hawaii euch zeigen, damit ihr in dieses Fließen, in diese Leichtigkeit kommen könnt und es genießen könnt. Mit Delfinen zu sein, mit ihnen zu schwimmen, ist wie in Liebe zu baden. Und ich hoffe, dass ein Stück davon jetzt auf dich übergehen kann in dieser Zeit. Schicke dir ganz liebe Grüße aus Hawaii, wo ich seit 5,5 Jahren mit meiner Familie wohne, hier Seminare leite, Bücher schreibe. Ich habe neben diesen Werken viele andere für den Schirner Verlag geschrieben, vorwiegend über Schamanismus, zum Beispiel Dein Medizinname oder Seelenmedizin oder Vision der Seele. Und ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit bei dieser Meditation und auch danach. Aloha aus Hawaii von Lisa. lisarainbow.com. Was zieht dich zu den Delfinen hin? Ist es die Sehnsucht nach Sanftheit? Nach Verspieltheit und Leichtigkeit? Nach Freude, Frieden, Liebe? Wenn du an einen Delfin denkst oder einen siehst, dann lächelst du, denn dein Herz freut sich. Die Delfine erinnern uns daran, dass alles ein Spiel ist. Habe Spaß. Genieße das Leben, sagen sie uns. Wir Menschen begreifen allmählich, dass es auf der Erde möglicherweise intelligentere Wesen als uns gibt. Also beobachten wir die Delfine, um von ihnen zu lernen und uns daran zu erinnern, wie es ist, ein fröhliches und verspieltes Kind zu sein.
damit du dein inneres Kind wiederfinden und an deinen Ort der Freude und des Friedens kommen kannst, lade ich dich ein, jetzt allmählich deine Augen zu schließen. Atme ein paar Mal tief ein und tief aus. Atme tief ein und tief aus. Dein Körper wird ganz schwer, wie ein Sack Mehl. Stelle dir vor, dass die Unterlage, auf der du liegst oder sitzt, noch ein paar Zentimeter nachgibt. So schwer bist du. Bedanke dich innerlich bei deinem Verstand für die vielen guten Dienste, die er dir heute und in letzter Zeit geleistet hat. Und bitte ihn, einen Schritt zur Seite zu treten, damit eine andere Ebene von dir jetzt zum Vorschein kommen kann. Nun gehst du in deinem Leben langsam in der Zeit rückwärts. Die letzten 10 Jahre. Zwanzig Jahre. Vielleicht sogar 30 oder mehr Jahre zurück. Bis du in eine Zeit in deiner Kindheit kommst, in der dein Leben einzig und allein aus Spielen und Lachen bestand, aus Erforschen und Staunen. Alles, was du willst, ist spielen, fröhlich sein, lernen und dich weiterentwickeln. Du siehst dieses verspielte Kind in dir, erinnerst dich und nimmst es an die Hand, um es in deine Gegenwart zurückzubringen. 10 Jahre gehst du mit deinem inneren Kind vorwärts. 20 Jahre. Aber dann merkst du vielleicht schon, dass das nicht so ganz einfach ist. Etwas in dir zögert möglicherweise. Vielleicht ist einiges auf deinem Lebensweg passiert, das dein Lachen verscheucht hat. Das macht nichts. Das geht fast jedem so. Die Delfine werden dir jetzt helfen. Die Heiler der Meere unterstützen dich jetzt, damit du wieder aus tiefstem Herzen lachen und dich freuen kannst. Als erstes sieh vor deinem inneren Auge einen Delfin. Betrachte sein Gesicht. Wie sieht seine Gesichtsform, seine Mundschwingung aus? Genau, er lächelt. Der Delfin lächelt dich an und lädt dich ein, zurückzulächeln,
auch wenn dir noch nicht danach zumute ist. Dazu ziehst du deine Mundwinkel nach oben. So einfach geht das. Und nun führe dein inneres Kind, das etwas abseits gestanden hat, zu dem lächelnden Delfin. Schaue zu, wie sich beide freuen und miteinander zu spielen beginnen. Wie Kinder spielen Delfine am allerliebsten. Sie reiten sogar auf den Wellen wie viele Menschen. Sie springen umher, manche von ihnen drehen sich dabei sogar. Es sind jetzt noch weitere Delfine zu dem kleinen Kind in dir geschwommen. Delfine lieben Kinder ganz besonders und sie tollen gemeinsam umher. Du siehst oder spürst innerlich, wie die Delfine in die Luft springen und sich drehen und mit einem lauten Platschen wieder ins Wasser fallen und dein inneres Kind dabei mitspringt. Du nimmst wahr, wie sie sich und auch dein inneres Kind neckisch berühren, manchmal um ihre Kräfte spielerisch zu messen, dann wieder zärtlich und sanft. Erlebe euch jetzt beim Spielen. Ich hole dich nach einer Weile wieder ab.